ist. Aha, mein Stein. What? Oh, shit. Whoopsie. Ja, jetzt sehe ich, ob es versehen war oder nicht. Ja, nee. Das ist schon gewollt. Oh, ich hätte vielleicht den einen von den beiden kidnappen können, oder? Vielleicht kann ich einen von den beiden verzaubern und dann... Das ist so leichter. Dein schlimmster Albtraum. Wurde jetzt hingezoomt? Da unten ist eine. Ah ja, nice. Guck mal, passives Einkommen hier. Ra, 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 ra. Aber nicht drücken. Ich bin nicht der Feind. Ich dachte gerade, oh nice, er hat ihn getroffen. Ich dachte gerade echt, der wirft mich jetzt ab. Beschütze mich. Das ist gut. Halte sie auf. Eins. Und zwei. In jeder Welt, die die Republik. Oh, das gibt richtig viel XP. Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden? Oh, ist eine Kugel? Ah, nee, so ein. Ach so. So ein Jump-Ding. Genau, da müssen wir eine Kugel reinpacken. Und da haben wir doch eine drinnen, ne? Das heißt, die packen wir jetzt da mal rein. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Kommen wir hier rein. Kobo-Materie. Überwuchert. Entweder irgendwie verändern oder reflektieren. Aber ich sehe hier gar nichts. Das ist eine Art Durchgang. Guck mal, wie so ein Tor. Achso, interagieren. Wow. You don't say. What? Kann er es jetzt wegbrutzeln? Probieren wir es aus. Kobo-Zerkleinerer. Für BD1 freigeschaltet. BD kann jetzt Kobo-Materie auf Oberflächen sprühen. Nein, wie cool. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus den Kobo-Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen, die Karlsweg blockieren. Hä, warte mal, sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus den Kobo-Resonatoren? Um Hindernisse zu verbrennen? Wie? Also, weil das quasi so wie so eine Ölspur dann hinterher brennt, oder was? Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz. Jetzt hat das da reingesprüht. Aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allen. Achso, ich muss das Kobo quasi miteinander verbinden und dann löst das alles auf, oder was?
haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Kenalor geschafft? Interesting. Netter Trick, Kumpel. Nein! Schnell! Crazy! Lass uns die Datendisk zu See bringen. Yes! Datendisk. Nur noch 7 für 9 Slots, oh Mann. Ist halt die Frage, wie viele Slots es insgesamt gibt, ne? Sicher nicht. Achso, und jetzt kann ich hier wieder hoch? Ah ja. Aber ich denke mal nicht, dass man jetzt insgesamt 6 Upgrades bekommt, ne? 6 Slots, das wäre ja voll OP eigentlich. Deswegen mal gucken, wie viel man überhaupt so insgesamt bekommt. Entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Das erinnert mich so ein bisschen an Super Mario Sunshine mit dem Wassersprüher da auf dem Rücken. Wo du dann dieses ganze Goo irgendwie, was auch immer das war, dieser Schlamm, der da überall lag, konntest du wegsprühen damit. Das war auch ein gutes Spiel. Ich wette, sie kann die Daten von das hat richtig Spaß aufsehen. Gemacht. So, dann können wir die ja rausnehmen und da oben vielleicht reinpacken, ne? Achso, ne, hier rausnehmen und dann da oben. Das machen wir nochmal. Das üben wir nochmal. Ja, so ist besser. Oh, sie rollt. Die Kugel rollt. Wo ist sie hin? Achso, ich kann sie vielleicht auch von oben... Oh shit, sie ist zurück. Achso. Ja, ich mach's mir wieder mal kompliziert. Aber wir haben Erfahrung. Oder was anderes. Ich denke immer, es ist Erfahrung. Es kann ja auch ein direktes Upgrade sein. Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Man weiß es nicht. Es ist unschicklich zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Geschwätz. So, mal gucken, was es jetzt Schönes gibt für ein Upgrade. Was hätte ich denn gerne? Was hätte ich denn gerne? Mehr Macht? Mehr Gesundheit? Mehr Macht? Na, siehste. Habe ich zuerst gesagt? Habe ich bekommen. Nice. Mehr Macht ist gut. Mehr Macht ist gut. Ja, dann sind wir doch... Ah, nee. Wir müssen irgendwie noch dieses Macht-Upgrade bekommen, ne? Dass wir stärker werden. Oder war es das jetzt... Ach, da haben wir noch so ein Gestrüpp. Und jetzt können wir natürlich auch hier zurück. Und da müssen wir irgendwie noch höher kommen. Genau, wir können jetzt natürlich immer das... rumsprühen und dadurch weiterkommen. Aber wie ist das eigentlich jetzt? Reicht das so auch aus? Nee, ne? Das muss schon der Strahl sein. Wo ist denn hier noch was? Genau unter mir. Da müssen wir doch noch mal einen neuen Blick drauf werfen. Okay. Wo genau? Oder ist das
der Block da oder was? Offener Weg vor allem. Prozent haben wir. Das ist von dem Planeten. Das ist crazy, wie viel man hier erkunden kann. Na gut, dann gehen wir nochmal hier rein, aber ich bezweifle irgendwie, dass hier noch was gibt. Oder? Beim offener Weg. Dann auch noch hier. Achso, vielleicht. Kann ich das wegputzen? Stehen wir genau vor, ne? Aber eigentlich weiter oben. Achso, doch das Ding. Ja gut, da ist noch so ein größerer Kristall. Wir probieren's mal. Muss ich halt ganz schöne Verbindungen bauen, ne? Überhaupt ein offener Weg. Jetzt sind wir einmal. Ach so, ist das mein Ernst? Ach so, nee, ist es nicht. Alles gut. Ich dachte gerade echt, ich hätte einfach von hier nach da und ich gehe einmal außen rum. Weiß ja gar nicht so, aber hier ist doch gar kein offener Weg. Ist ja komisch. Da ist doch nichts zum Wegbrutzeln. Also ich sehe zumindest nichts. Denke mal, dass vielleicht so ein kleines Überbleibsel noch. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier jetzt auch mal raus. Dann können wir nicht draußen noch ganz viel machen. So, vielleicht müssen wir die mitnehmen. Aber wieso sollte das da drin sein? Das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Aha. Aha, genau. Wir brauchen das noch auf der anderen Seite. Ah, und dann weiß ich auch, wie wir jetzt in der anderen Höhle da das wegbekommen. Ja, da hat uns das noch für gefehlt. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Sieht so dumm aus. Ist das echt so gewollt? Sieht echt aus wie eine fehlerhafte Animation irgendwie. Aber tatsächlich ist unser Level-Up-UI-Element ist jetzt weg. Wahrscheinlich, weil wir zwischendurch mal gestorben sind und wir... Ne, nicht Level-Up. Diese Fähigkeit... Ne, Leben und Erfahrung zurückbekommen und so. Dieses Pop-Up, meine ich. Okay, mit dem sollen wir dahin und... Okay. Achso, wahrscheinlich müssen wir erstmal dahin und dann kommen wir dahin. Ja, dann können wir auf dem Rückweg, können wir dann ja hier nochmal rein. Da wird dann vielleicht auch nur Priorit oder irgend so eine Kleinigkeit sein. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Hier unten waren wir auch noch gar nicht. Mal, dass das jetzt reicht. Ja, locker. Jetzt habe ich dich. Brauchen Stim. Oh, ich brauche mehr als ein Stim. Shit. Ach, den habe ich schon. Ach so.
Jawohl. Attack! Wow! Das muss besser werden! Los, zeig mir, wie stark du bist! Na gut. Wenn sie insistieren. Bam. Haben wir die mal schnell ausgeschaltet? Okay, gleiches Spiel. Wir brauchen wieder eine Kugel. Und da erstmal ein Echo zum Genießen. Langsam sorge ich mich um das Projekt. Es steht uns nicht zu zweifeln. Selbst die Padawans spüren, dass etwas nicht stimmt. Oh mein Gott, das war so lustig, ne? Ich habe vorhin auf Reddit so gelesen. Es gibt ja aktuell irgendwie so ein Eklat, dass hier die, ich weiß gar nicht von welchem Land, irgendwelche Translator oder Translatoren oder Translator-Teams, wie auch immer, sind nicht in den Credits aufgeführt. Und dann war allgemein so eine Diskussion ausgebrochen, wie lang die Credits mittlerweile sind, weil für das Game hier sind so irgendwie 40 Minuten. Und ich finde das ganz gut im Vorfeld zu wissen, weil ich gucke mir ganz gerne die Credits an, aber 40 Minuten ist dann doch vielleicht ein bisschen heftig, weil wirklich jeder aufgeführt wird, ne? Und die haben das auf Reddit so lustig geschrieben, so von wegen so, jeder, der auch nur so ein bisschen beteiligt war, Buchhaltung und hast nicht gesehen, so von den einzelnen Firmen, die irgendwie beteiligt waren an dem ganzen Projekt. Und meinte dann noch so, wenn ich zum Bäcker gehe, kriege ich auch keine Liste von beteiligten Personen, die mein Brot gebacken haben. Angefangen vom Bäcker bis zu dem, der das Brot ins Regal gestellt hat. So fand ich richtig lustig. Ja, oder in FIFA irgendwie, dass die Credits da anderthalb Stunden lang sind. Das ist absolut insane. Naja, und ich meine, ne, klar, also teilweise schon krass, wie lang diese Credits mittlerweile sind. Finde auch ein bisschen zu, sag ich mal so, aufgebauscht. Das kann auf jeden Fall reduziert werden, aber andererseits so Translator-Teams sollten schon, denke ich mal, aufgelistet werden. Ist ja auch cool, ne, wenn du an einem Game gearbeitet hast. Natürlich ist es geil, wenn da dein Name steht. Aber was ich auch richtig lustig fand, irgendwie ein portugiesisches Team oder das portugiesische Translator-Team hat wohl die Grafikeinstellung Epic nach Epic Games übersetzt und dann steht da so Grafikqualität Epic Games. Oh, way too funny. Das ist echt lost in translation, aber so was schon. Wow. Das macht gut Schaden. Wenn man es mal durchbekommt, dann macht es echt gut Schaden. Bekomme ich halt so selten durch, dass ich es gar nicht mehr erwartet habe. Ich glaube, die müssen wir damit hinschleppen, oder? Ah, vielleicht noch nicht. So, dann entführe dich mal. Willkommen, kleines Kügelchen. Feinde, ja, wie oft noch? Bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Ach so, jetzt sagt sie mir. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tenelor eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tenelor war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Scheiße! Ach so, hier kommt man doch. Oh mein Gott. Ich dachte gerade wirklich, das sollte nicht so sein. Das wäre ja auch way too funny. So. Also das klappt schon mal nicht so, wie ich es dachte. Aber wir können ja jetzt diese neue... Genau, wir können ja diese... Teile verteilen. Und das schon mal machen. Ich könnte, glaube ich, das jetzt weiterführen. Oh, da ist noch mal so ein Upgrade. Oh, vielleicht ist das ja das Macht-Upgrade, dass wir dann diese größeren Machtteile mit denen interagieren können. Ich weiß nicht, warum das manchmal klappt und manchmal nicht. Als ob es da manchmal haftet und manchmal nicht, ne? Kurios. Und hier zum Beispiel schafft es wieder nicht. Aber jetzt haftet es wieder. Shit.
Geht das überhaupt? No. Über den Boden? Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Oh mein Gott, ich hätte mir so viel Weg sparen können. Geht das überhaupt, was ich vorhabe? Jawohl. Ich glaube, ich hätte es auch einfach hier außen rum lenken können, aber... Das wäre zu easy, das kann ja jeder. Genau, nehmen wir mal unser schönes neues Macht... Essenz... Gefäß zu uns. Mal schauen, ist das jetzt die erhöhte, verbesserte Macht? Machtstufe quasi. Neue. Achso, einen neuen. Okay, neuen Sockel erhalten. Präzision beim Schießen mit der Waffe oder was? Na, ja. So, Boni. Paradezeitraum ist kürzer, aber Kerl verursacht MTI, einer erfolgreichen Parade, mehr Ausdauerschaden beim Gegner. Ach so, ja gut, aber also auf meinem Schwierigkeitsgrad ist das ein bisschen hart, ne? Dann kannst du auf anderen Sachen machen. Ja gut, das ist dann quasi nochmal eine Stufe schwieriger. Dann hast du so eine Mikrosekunde Zeit. Das richtige Zeitfenster zu erwischen für die Parade. Wo warst du so lange? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Aber klar, kann ganz cool sein. Nun, darum ach, guck mal, das ist sie, ne? Nicht hier. Das ist sie, die entfernt. Ich lese entfernte Welt. Sage sie, die entfernt ist. Es war die, die mit dem einen Paar, Jedi da geredet hat. Die Strapazen des täglichen Trainings führen bei den Padawan dazu, dass sich Inseln des Friedens und der Muße suchen, abseits des wachsamen Blicks ihrer Meister. Ja, das ist verständlich, ne? Ist aber auch natürlich ein hartes Training. What? Da kann ich nicht dran? Oder sehe ich hier was? Nee. Das war einfach nur so zur Deko. Na gut. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt. Da müssten wir jetzt ja endlich zu dem finalen Punkt kommen, wo wir dann unsere Macht quasi upgraden können. Ich kaufe mal hier rein und dann Auftrieb. Nochmal. Das ist schlecht. Vielleicht doch links. Oh. Trickshot. Ach so, vielleicht mit S. Nee, mit S bremse ich dann doch. Verdammt. Ich dachte halt echt, weil das so aussah, als ob wir dann mehr Auftrieb bekommen. Noch eine Runde. Ey, was für loslassen? Okay. Danke dafür. Warte, ich kann doch eigentlich gucken, was für eine Strecke wir fliegen müssen damit. Eigentlich links rüber, glaube ich. Da ist auch noch irgendwie dieser offene Weg. Ach so. Oh. Ja, okay, dann kein Wunder. Ich hab ganz vergessen. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. Soll ich hier nochmal kurz reinleuchten? Ich glaube, das so schon. Obwohl, wir können das gleich dann dahin drehen.
Weil genau da, wo wir gerade reingeleuchtet haben, haben wir noch dieses andere offen. Dann, aber da ist ja eigentlich auch schon das andere. Egal, wir packen das mal so dahin. Achso, hier vorne das. Achso, weil es jetzt ein doppeltes ist wahrscheinlich. Oh ne, ist einfach stärker. Sehen wir uns mal drinnen um. Robo Haupthof. Das liest man doch gerne. Und wir sind sogar gleich Level up. Ich weiß gar nicht, was ich skillen soll mit einem Level. Aber da findet sich schon was. Doch hat nichts davon einen Wert. Was erwartet das? Dagen, dass ich hier finde? Jenny, ich habe mich wirklich darauf gefreut, dich zu treffen. Die Frechheit. Wie ein Kopfgeldjäger oder was? Nein, ich dachte, ich schaff's. Wow, 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 wow. Noch eins. Der macht immer diese schnellen Angriffe dann auf einmal. Ja, gut. Nö. Warte mal nicht. Boah. Ich habe so lange keinen Schaden mehr gemacht. Oh, ich habe kein Leben mehr. Shit. Raus! Schnell weg! Okay. Können wir nochmal meditieren? Macht ja eh keinen Unterschied. Ist ja dann eh wieder full life. Alles klar. Gehen wir. Ich glaube, mit einem anderen Schwert wäre es vielleicht auch einfacher, weil wir dann schneller zuschlagen können. Aber es macht schon Spaß mit dem Schwert. Jo! Geht ja richtig ab. Komische bei dem ist, der lässt gar nicht nach. Also, der lässt sich nicht von seinem Ziel abbringen. Das ist schon, der läuft mir für immer hinterher. Ein neues Pet. Yo! Bro, bro, calm down. Los mit ihm! Warte, ich mach mal. Ich hab endlich mal wieder das ab. Angriff! Boah, klatsch gegen jemand. Aber wieso hatte ich das jetzt nach 100 Jahren mal wieder ab? Und wir folgen derselben Fährte. Und was ist, wenn ich das gegen diesen Raycon mal benutze? Ich denke mal, es ist wirklich so, ne, dass wir das mit Macht einfach auffüllen, wenn die Macht vielleicht voll ist, dass es quasi so eine Art Extra-Speicher ist. Nein, nein, nein! Okay, reagiert er jetzt auf das, was ich sage, oder was? Nein, nein, nein. Hm. Gut, vielleicht nicht. Ja, aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil wir haben jetzt lange einfach auch vielleicht gekämpft, ohne Macht einzusetzen. Oder wir haben ja auch viel schnellere Regenerationen inzwischen. Dass es vielleicht auf dem Weg sich jetzt gefühlt hat, weil es war so lange nicht mehr da. Aber I like, man. Das macht so Spaß einfach, das Spiel. Diese Kämpfe sind halt natürlich immer das Geilste, ne? Ich habe auch richtig gerne früher Absolver, glaube ich, hieß das, gespielt.
Das war auch so eine Art... wie war denn das nochmal? Genau, es war, glaube ich, so ein bisschen... Du hattest so eine Art Singleplayer-Kampagne, die du aber quasi auch mit anderen Spielern spielen konntest. Das heißt, andere Spieler konnten quasi in deine Welt rein, aber nicht so Invader-mäßig wie Watch Dogs oder Dark Souls, sondern das war quasi so ein Server, so ein bisschen, in dem du gejoint bist, und dann hast du halt so progressen können. Und andere Spieler waren da halt auch, und dann konnte man halt zusammenkämpfen oder man konnte halt ja die anderen duellieren. Und es ging in dem Game eigentlich hauptsächlich so um Martial Arts und auch so mit Waffen halt, ein paar Schwertern und Stäben und sowas. Es war ganz cool, aber ich hab's, glaube ich, irgendwann mal in einem Humble Bundle gehabt. Und trotzdem waren relativ wenig Spieler, ne, am Start. Also. Es hatte das typische Problem bei so einem Spiel, dass halt die fehlenden Spieler das Problem dann so ein bisschen sind. Wobei ich sagen muss, es war schon gar nicht so verkehrt, nur mal so ein paar Spieler zu haben, weil wenn da so Massenspieler rumgelaufen wären, ich glaube, die hätten sich einfach die ganze Zeit gegenseitig abgemetzelt. Und vor allem, no cap, ich war auch recht gut in dem Game. Also, gut, ne? Also, naja. Das Ding ist, hatte echt ein hohes Skill-Ceiling, das heißt, die das richtig gut konnten, da konntest du gefühlt gar nichts gegen machen, aber ich sag mal, die ich halt so getroffen habe, die sich dann mal mit mir angelegt haben, die haben es dann eigentlich auch bereut. Also, das war halt schon ganz cool, aber es war halt so Adrenalin pur, ne? Es ist halt ein typisches PvP-Game und wenn du halt auch nicht so Schusswaffen hast, sondern wirklich ins One-on-One musst, dann ist das schon nochmal was anderes, als wenn du jetzt jemanden in PUBG irgendwie aus der Ferne halt einfach abschießen kannst. So, Parierstange. Da hätten wir dann tatsächlich Luft F auf der Parierstange. Achso. Kostet aber leider 2 Punkte. Hä? Was ist das denn? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich mach da so eine Schockwelle. Na gut, das kostet ja eh 2. Das können wir uns leider nicht leisten. Was kommt hier denn später noch? Spaltender Feger. Das klingt sehr interessant. Mit riesigem AOE, glaube ich. Boah, ja, nicht schlecht. Das ist vor allem richtig geil, wenn du so erst zusammenziehst und dann machst du den spaltenden Feger. Oh. Verkürzt die Aufladezeit von Fokusangriffen. Das heißt einfach, dass es schneller geht, oder nicht? Das ist natürlich nicht schlecht. Sogar ziemlich gut. Ich finde es so schade. Ich denke gerade so an die schönen Zeiten, die ich hätte haben können, wenn ich jetzt schon 2-3 Level mehr hätte. Stattdessen gümmel ich hier noch rum und kann mich drüber freuen, dass ich halt gerade jetzt ein Level habe mal. Tja. Ich denke mal, das können wir vielleicht bald auch. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wir jetzt gerade hier holen, oder? Schauen wir mal. Ja gut, das... Oh! Actually kann dieser Skill richtig gut sein gegen diese Truppe in der Wüste. Die wir gestern Nacht... Das war diese Aktivität, die auch unter Zeit oder auf Zeit war, wo es in diesem Portal in der Wüste dann da reinging, gegen diese 8 Gegner oder was das waren. Da wäre das natürlich nicht schlecht. Läufst rein, kannst alle ins Wanken bringen und kannst schon mal 1-2 Leute vielleicht metzeln. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Steuerung... Achso, nee. Nicht Steuerung erhöht, sondern Steuerung erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen hergestellt wird. Oh... Das ist natürlich nicht bad. Oh, ganz schön viel, ne? Aber genau, Präzisionsausweichen ist halt das Stehenbleiben ausweichen. Das kann man jetzt nicht, glaube ich, gegen diesen Rencon machen. Der haut dich dann einfach zu Brei. Ich meine, versucht habe ich es noch nicht, aber ich glaube, das hat schon seinen Grund, warum ich es noch nicht versucht habe. Ja, also das hört sich aktuell sehr gut an, tatsächlich. Da bin ich am überlegen. Das wäre auch interessant, gerade auch für diesen... Wobei, ne, den Rencon machen wir mit der Parierstange bisher am besten. Aber ich weiß nicht, ob ich Auflader... Aufladerangriffe sind ja, glaube ich, auch echt die,
Genau, wo ich gedrückt halte. Und das mache ich, glaube ich, nicht. Nicht gegen den Boss. Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du F... Achso, ja, ja. Konzentriertes Parieren. Ich erinnere mich, aber... I don't know. Kosten halt alle zwei. Das wollte ich damals gerne haben. Dann sind wir voll von abgekommen. Vielleicht sparen wir einfach. Ich glaube, wir sparen und holen uns vielleicht das maximale Leben nochmal. Das könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Weil ich möchte einfach einen Angriff überleben von diesem Rancon. Dann haben wir eine viel bessere Chance, den zu besiegen. Aber gut. Wenn das Game halt nicht crasht, ne? Wir sind da ja weg, weil das Game die ganze Zeit gecrasht war vorhin. Das war auch nicht so schön. So, dann gebt uns mal die Macht. Ich hoffe, wir kriegen hier die Macht. Naja, hier geht's ja durch. Noch so ein Gerät. Es ist auch kaputt. Ich liebe ja diese Musik, ne? Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Holy shit! Einfach gesniped mit dem Laserschwert. Wartet! Toll. Er hat den doch bekommen. Centauri. Noch eines von Centauris Geräten. Dagon hat Jedi getötet, weil sie es zerstört haben. Ach so, sie. Ah, okay. Das könnte unsere Antwort sein. Verstehe. Bringen wir das hier zu. Meister Cordova. Okay. Verriegelt. Ja, nice. Mal gucken, was er uns dann gibt dafür. Was ist das? Oder was wir dadurch freischalten. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Thesen von Yaddle. Unvollständige Anmerkungen. Vielleicht vage. Also, vielleicht absichtlich vage. Dieses Fenster führt nach draußen. Kann natürlich auch gut sein. Oh, hier ist noch ein Echo. Schauen wir uns das doch nochmal an. Halte sie auf! Ja, bin ich gespannt, ob wir gleich irgendwie bessere Macht freischalten. Kann ich mir halt vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das haben sie ja quasi schon angedeutet. Es wird ja auch mal Zeit, dass wir diese ganzen anderen Machtobjekte auch mal interagieren können. Meister Cordova will bestimmt sehen, was wir gefunden haben. Hier ist eine Abkürzung. Sehr schön. Und nochmal. Wow, wir werden hier überschüttet mit neuen Sachen. Geil. Heftig. Was haben wir diesmal Schönes? Also tatsächlich ist das somit das, was ich am wenigsten haben möchte. Weil ich möchte jetzt erstmal die XP-Dinger behalten und neuer Slot ist super teuer. Blaster-Schaden. Na gut, der macht doch echt wenig Schaden. Er kostet auch 3. Naja. Müssen wir mal ausprobieren, aber... Ist auf jeden Fall... Ach cool, der Angler, ey! Oh, shit. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Neuen Fisch. Ach, warum drücke ich denn immer? Hey, Kumpel. Stimmt. Das ist viel besser. Diesmal drücken wir S. Mit S kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Da bist du ja. Nein, ich wollte ins Wasser springen. Mein Hintern ist im Wasser. Hey. Immerhin. Oh, diesmal darf ich selber tauchen. Guck mal, Scova, was ich kann. Jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Wie im Kampf. Mit wem oder was bin ich denn im Kampf? Au! Oh mein Gott! Nein, er buddelt sich ein! Weil ich diese langsame Waffe hatte. Shit. Okay.
jetzt der Abenteuer. Harte Leder. Das kann ich mir sogar noch ganz gut vorstellen, aber... Was ich echt gerne hätte, wären andere Lichtschwertfarben. Vielleicht geht das ja sogar mit den Pflanzen dann. Aber was haben Pflanzen mit Lichtschwertern zu tun? Aber was haben die Pflanzen überhaupt zu tun? Also... Pass auf, wo du hinsiehst, mein Junge. Der furchterregende Rayfish kann seinen Gegner mit einem blendenden Lichtblitz betäuben. Der Rayfish. Ich nehme an, dafür hast du einen Plan, richtig? Kerl, du liebe Landratte. Was denn? Manchmal vergesse ich, dass du erst halb gar hinter den Kiemen bist. Doch der Rayfish hat schon weniger freundliche... Das ist echt mein Lieblingscharakter. Aber ich glaube, so geht's doch gefühlt jedem, oder? Die hat einen als Haustier gehalten. Die Schatten sind sehr gut gerendert auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Warum so ugly? Jawohl. Blendender Rayfish. Sehr schön. Hab ich dich erwischt. Aber die Adlige hatte nicht so viel Glück. Sie führte den Rayfish auf einer Gala vor. Ach so. Und der Ehrengast, ein Senator, verlor beim Blick in den Tank das Augenlicht. Ui. Von Gier geblendet, was? Ja. Eine wahre Wie er noch so zeigt. Warnung. Okay, jetzt reicht's. Die Geschichte geht weiter. Ach, I love him. Im letzten Gespräch warnte ich vor der Ankunft der Grapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein... Wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fischs. Okay. Es hatte drei riesige Klauen. Ja, genau. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe. Sei jetzt still und lass Scuba erzählen. Die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem übelsten von allen, Captain Vanyet Vett. Der bärtige Besalisk bellte, er werde in unseren Gewässern fischen. Sie waren Trophäenjäger und auf die seltensten Finger aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll, aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Scuba und hüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber, fuhr ich fort, wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Der schreckliche Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und... Seitdem ist er jetzt dieser Angler, oder? Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche hier... Seitdem ist er so ein Madman. Crew, ...der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kerl, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich noch nie von meinem Stein gestiegen. Okay. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert. Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen. Und ich musste meine Leute retten. Ja, ist doch ganz gut ausgegangen, würde ich sagen, oder? Ich legte mich ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Wett sein. Natürlich hatte mein Abenteuer erst begonnen. Denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger nehme ich an? Aber ich schwafle schon zu lange. Komm wieder, dann erzähle ich dir mehr. Ja, ey,